Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Gastreplay von World of Tanks. Ich bin Zernossi und kommentiere heute mal den 6er Premium-Panzer der Russen, nämlich die Su-100Y, gespielt von Pizza Wagner. Wir befinden uns auf Fischerbucht. Boah, da gucken wir mal. Siegchance laut XVM sieht ja nicht so toll aus. Aber lassen wir uns mal überraschen, mal sehen, wie sich's entwickelt, wie das Gefecht kommt. Also die Su-100Y, ja, ein 6er Premium-Panzer, wie gesagt, der Russen. TD. Also man sieht schon, keinen schwenkbaren Turm, sondern einfach nur vorne der Zahnstocher, der hin und her püsselt. So, das Ding selber, ja, hat, sage ich mal, was. Nämlich Mörderbums. Also für einen Sechser ist das Teil der absolute Knaller. Also wir können mal eben gucken. Also wir haben 196 Durchschlagskraft. So, jetzt bin ich auf seiner Sicht drauf. Also 196 Durchschlagskraft mit AP. So, und jetzt wird die Geschichte interessant. Der hat zwei AP-Sorten, wie man sieht, und die zweite ist die Premium-Munition. So, und jetzt wird es mal richtig interessant. Der hat 171 Durchschlag, also weniger und mehr Eiferschaden. Das ist meines Wissens die einzige Premium-Munition, jetzt von Hash oder so Geschichten mal abgesehen, aber sage ich mal, was jetzt mit AP oder APCR, Heat und so weiter, wo Premium-Munition wirklich mehr Schaden macht. Allerdings auf Kosten des Durchschlags. Da haben ja viele Leute schon mal überlegt, vielleicht wäre das ja sogar wirklich geiler, dass man der Premium-Munition ja, mehr Durchschlag, weniger Schaden oder irgendwie so weiter. Und hier ist es halt jetzt wirklich so, weniger Durchschlag, mehr Schaden. Also ist gar nicht so uninteressant, wie gesagt. Im Sechser-Gefecht, da kann man schon mal das eine oder andere mit dem High-Roll One-Shotten. Oder auch mit normaler Munition. Also man sieht schon, das ist schon ganz schön böse halt. Ich meine, 13,2 Sekunden Nachladezeit. Das Ding hat einen Tarnwert geschlossener Schwanstein, nämlich gar keinen. Also da bist du nach jedem Schuss offen. Und jetzt kommt der Kasus Knacktus. Wir können mal eben rausgehen. Doppelbusch. Steht hier im Busch drin. Hat da den Busch vor sich. Das muss ich mal sehen, so als bin ich auf seiner Sicht. Das heißt, eigentlich könnte er sogar noch einen Tucken weiter zurückfahren. Ne, dass er, dann hat er nämlich wirklich zwei Doppelbüsche und hat die 15-Meter-Regel mit dabei, dass der Busch nicht unsichtbar wird. Obwohl es ein Premium-Fahrzeug ist, da scheiden sich ja auch immer noch die Geister, wie es da ist. So, mal sehen, was er dem reinklötet. Jawohl. Jawohl, ey. Ja, das ist natürlich geil. So schnell kann es gehen. Zack, nächster weg. Also zwei One-Shots ist schon geil. Und das, wenn der trifft, dann ist der auch gleich kaputt. Ja. Oh, geil. Das ist natürlich cool, ne? Ich meine, das ist bei dem Ding, ne? Du stehst hier hinten. Fuck you, Goldnoob Cancer. Fuck you. Weißt du, das Geile ist halt, ne? Er schießt ja nicht mal Gold. Weißt du, die Stuck hat nichts geraffert. Aber wollen wir mal gucken. Der THI und Blacksray und, na gut, also dafür, dass er 1000 WN8 hat, sollte eigentlich mal das Spiel ein bisschen verstanden haben. Aber hat er nicht. Aber eBay lässt grüßen. So. Vor allem Camper killt nie. Ja, schade. Ist das geil, ey. Ich könnte immer noch abfeiern. Das ist, ne, weißt du, da hast du da irgend so einen Schmalspur-Akrobaten, weißt du, irgendwie, keine Ahnung, eine Hirnzelle mehr als eine Amöbe im Schädel halt, ne, und flamet sich dann erstmal ein. So, schade, der hätte auch noch durchgehen können, aber gucken wir mal. Und im Endeffekt, er macht alles richtig. Das ist ein TD, ne, da stehst du hinten, was soll er mit der Schüssel nach vorne fahren? Weil, ja. Ne? Dann wäre er ja schön blöd. Er macht alles richtig. Genau so, wie es sein soll. Ne? Voll eingezielt. Wunderbar. So, die räumen da die Reste noch weg. Ne? Also genauso, wie es, wie gesagt, genauso, wie es sein soll. Der ist, das Schöne an dem Tank ist, der ist ziemlich agil für seine Größe. Und für, also für seine Größe, für seine Schwere und so weiter. Na, das wird wohl nichts. Ja, ah, geil. Oh, cool. Das ist so schön vorbereitet und der Rest rund auf. Das ist toll, ja. Nee, also für seine Größe, wie man sieht, die ist halt so ratzfatz. Also da sieht man es wieder. Wir hatten ja gerade, ich muss es mal gerade unterbrechen, wir hatten das ja gerade gehabt im, in der Stahlharten Unterhaltung im, im Podcast. Und dass halt willkürlich reportet wird, einfach von Leuten, die das Game nicht gerafft haben. Und hier in dem Chat sieht man es wunderbar, ne, T37 und auch drüben die Stuck 3. Die beiden haben das einfach nicht gerafft und beleidigen dann alle halt, und weil sie selber halt von einem Spieler, der die Spielmechanik eiskalt nutzt, so wie sie da ist, ein TD hat hinten zu stehen und zu schießen, jedenfalls diese Art von TDs. Und da wird dann halt mal reportet. Und wenn dann genug Report zusammenkommt, mal gute Runden spielt, dann wird man halt gebannt und gesperrt. Und das kann es einfach nicht sein. Und
Und da hat das Bannsystem und Reportsystem noch sehr viel Luft nach oben. Also das, da hatten wir auch Panzergear zu, also wer sich das mal anhören möchte. Ja, ich bin dann nicht ganz so der Meinung, was teilweise publiziert wird offen von Wargaming, aber das muss jeder für sich selber wissen. Also ich finde das, wie gesagt, das Bannsystem nicht gut, so wie es ist, weil es halt solchen Leuten, die, ja, ich sag mal, einfach gerade abdrehen, ne, doch eine Möglichkeit gibt, einfach Spieler, die ganz normal spielen, im Rahmen des Spiels und auch fair zu reporten. Und wenn diese Spieler zu lange gut spielen, werden sie gesperrt. So, der Chat ist immer noch auf 180, also man sieht, die sind da wirklich, wir können mal eben gucken, der T37. Oh, gut. In Spanien ticken die Uhren halt ein bisschen anders. Jawohl, so. 5 Kills, 4107 Schaden mit einem 6er, möchte ich nur mal zu bedenken geben. Ne? Wir fahren hier nicht auf T8. Ich meine, ich wäre ja schon vorher im T8 mal 4000 Schaden hinkriege. Nö, aber er macht das mit einem 6er. Also alles richtig, alles gut. Steht 10 zu 12, sieht mittlerweile nicht mehr ganz so gut aus. Gucken wir mal. Munition ist noch genug da. Was ich vielleicht machen würde bei dem Panzer, wäre noch ein bisschen weniger HE mitnehmen. Wir können mal eben gucken, wie viel Durchschlag das HE hat. 65, also das würde ich mir, glaube ich, schenken. Da würde ich, keine Ahnung, vielleicht 2 Stück zum Decap mitnehmen oder so halt, aber mehr, vielleicht 3. Ansonsten mehr AP nehmen. Also man sieht schon, wenn man das Rohr zum Feuern kriegt, die Map ist da wirklich sehr gut für, muss man sagen. Und was noch ziemlich geil an dem Panzer ist, dass er, ich sag mal, was das Circlen angeht, er dreht sich sehr schnell um die eigene Achse. Man sieht, er hat keinen sechsten Sinn drauf. Na gut, aber die Crew muss ja auch gelevelt werden. Dafür fährt man ja teilweise auch Premium-Panzer. Ja, jetzt ist die Sache halt, du hast keinen Spotter mehr. Nur den Panther M10, der gondelt da hinten rum. Und, aber ansonsten alles richtig gemacht mit dem Ding hier. Also ich habe hier keinen Grund zur Beanstandung. Alles super. So, gucken wir mal weiter. Ja, der Panther kriegt gerade auf die Mütze. Was halt wirklich ein Problem ist, die Kiste hat einen extrem schlechten Tarnwert. Ne? Also da wirklich gucken, dass ihr da echt entweder Doppelbüsche nehmen, vom Busch zurückfahren oder jetzt wie Pizza Wagner das vorhin gemacht hat. Jetzt kriege ich schon wieder Hunger davon. Also der Name ist fürchterlich. Im Positiven gemeint. Da hast du die ganze Zeit Kohldampf. So, mal sehen, was da kommt. So, den haben sie gerade weggesnackt. Das Problem wird jetzt, glaube ich, der Reload. Weil zwei Mediums, die beide auf dem Weg zu ihm sind, also er kann dem einen mit Sicherheit noch eine reinschenken, kriegt vielleicht auch noch einen zweiten Schuss raus. Aber er kriegt die, glaube ich, nicht, die feuern zu schnell. Das ist, glaube ich, das Problem. Jawoll! Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Da wäre ich jetzt nicht drauf gefahren. Ne, weil das hätte ich jetzt nicht gemacht. Nicht, da wäre ich nicht drauf, hätte ich mich droppen lassen. So, drehen. Jawohl, da ist er kaputt. Aber gibt noch 4716 Schaden. Naja, komm, der T37 jetzt eh nicht gerafft. So, dann ziehen wir mal die Auswertung rein. So, also man sieht, das Ding gemeistert, logischerweise. Ne? Dann, ja, das ganze Geraffel hier. So, das Großkaliber und den Sniper. Und das mit dem Ding ist schon aller Ehren wert. Also wenn man hier sieht, was der hier alles so zerballert hat, das ist schon eine feine Sache. So, gucken wir uns die Teamscore an. Also, leider verloren das Gefecht, aber man muss ja nicht immer gewinnen. Also die Runde hat sich auf jeden Fall gezeigt, wie gesagt, mit einem 6er. Ne? Einem 6er TD, 4716 Schaden, 5 Kills, 1300 Erfahrungspunkte. Jo, läuft. Schade, dass es kein Krieger geworden ist. Den hätte ich dir wirklich gegönnt. Das wäre toll gewesen. Ja, 13 Schuss abgegeben, 12 Treffer, 11 Durchschläge davon, ja, wie gesagt. Und vor allem 4107 Schaden über 300 Meter, das mit der Knifte. Ja, Iron Jesus war mit dir, aber so muss es auch sein, hat mich auch sehr gefreut. So, und man sieht also, man kann auch mit einer 6er Schüssel Kohle machen. 80.000, wie gesagt, das kriege ich nicht mal mit dem 8er hin. Aber nun gut, ne, dafür gucken wir uns hier die Replays von Leuten an, die das können. Ja, wir sehen uns gleich zur zweiten Runde. Bis gleich. So, wir kommen zurück zur zweiten Runde von Crash C00. Crash Cool soll das heißen. Ha, siehst du, jetzt habe ich es auch gesehen. Also, jo, im M41 Bulldog. Wir befinden uns auf der Küste. T8er Top Tier. Zwei also auf beiden Seiten. Jo, man sieht da oben noch ein anderer deutscher Clan von Aikbar oder was das da heißt. Von dem guten Aikarama, der Clan. Grüße an dieser Stelle an dich. Oder an deinen Clan. So, also man sieht, er fährt den Bulldog. Hat eine Autoladerkanone drauf, 33 Sekunden Reload. Wir können mal eben gucken. Standardmunition ist APCR, was ich sehr schön finde, mit 175 Durchschlagskraft und Heat mit 210 Durchschlagskraft für als Premium-Munition.
Ja, ich denke mal, das andere Geraffel kann man getrost verlassen. Alter Schwede, ey, die Kiste, die hat richtig Mumpel drin, ey. 150 Schaden. Also da kannst du schon ganz schön mit rumrömern. Gucken wir mal. Ja, spotten, 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 spotten. Also man sieht ein schönes Büschlein, wo man hier drin stehen kann. Ne? Nur für alle Leute, die wirklich mal kurz selber mal kurz spotten wollen. Also wir können mal eben die Kamera lösen. So, da steht er da voll drin. So, da schreit der Nossi gerade, da ist er aufgegangen und jetzt NWW. So, und was er wirklich gut gemacht hat, er hat die Wanne so rumgedreht, dass er wegfahren kann. Ne? Also das fand ich eine gute Sache, so wie es eigentlich auch sein soll, ne? Also mitgedacht. Ne? Weil ein Scout flieht nicht nach vorne, sondern haut wieder nach hinten ab, um dann wieder weiter zu spotten halt. Ne? Taktischer Rückzug, um sich dann weiter verlagern zu können. So, es steht 0 zu 1. Ja, mittlerweile, ich glaube, er hat auch noch nicht so wirklich viel Spotschaden gemacht. Und ich glaube, die haben noch nichts getroffen. So, da schreie ich wieder. So, hinten haben wir einen T34-3. Also ich sag mal, mit einem 7er Scout in einem 8er Gefecht mit 175 Durchschlag, das ist ja... Jo, das ist ja schön im Schlaraffenland, hätte ich fast gesagt. Ne, da kommt es ja wirklich überall durch, bis auf jetzt die Heavys von vorne. Aber ansonsten von der Seite, herrlich. Können noch mal eben gucken. Ich meine, Alpha-Schaden waren... Na komm, jetzt gezeigt. Back die Anzeige. 150 ist der Alpha-Schaden. Aber du kannst halt wirklich mit dem Teil, wenn da zwei, drei Panzer kommen... Guck mal, wenn das sind alles One-Shots, ne? Wenn die da angefahren kommen, dann kannst du die wirklich wunderbar mit... ja, kannst du die alle nacheinander rausknispeln halt, ne? So, da war das APCR zu langsam. Schade. Aber den hätte er wirklich treffen können. Er hätte ein bisschen vorzählen müssen, aber na gut, das passiert. So, da hinten haben wir den Cromwell. So, also man sieht, ja, hinten auf der Schlachtergasse hauen sie sich auf, der Insel hauen sie sich auch ordentlich auf die Mütze. Sieht gar nicht so gut aus. Mittlerweile noch wirklich, ja, noch keinen Schaden, nicht wirklich viel Spot, aber was willst du auch machen halt, ne? Den einen, den 59-16, das hat er halt verrafft, den zu treffen. Passiert. Ne? Also, kenne ich selber nur zu gut. Aber wozu dieser Tank halt wirklich richtig, richtig gut ist, ist halt einfach, du kannst Reste wegräumen. Das ist halt wirklich geil. Snink. Hm. Oh, ich glaube, jetzt würde ich mir, glaube ich, sogar fast schon gleich ein neues Magazin ziehen. Vielleicht noch kurz den WZ, genau, macht er auch. Einmal drauffahren, den WZ da weghämmern. Ja, saubere Anfahrt gemacht, gefällt mir sehr gut. Gott, das Ding ungenau. Jawohl. So, und jetzt muss er nachladen. Ach, der WZ, der fährt da hinten drum. Das habe ich auch gerade total verrafft. So, 6 zu 11. Also, das ist jetzt wirklich der Zeitpunkt, wo Helden geboren werden können. Ne, das ganze Team ist nämlich im Arsch. Also, schauen wir mal. Ich bin ja mal gespannt, ey. Also, wir haben da drüben noch... Oh, einige Panzer. Holla, die Waldfee. Naja, schauen wir mal. Genau, die Arti schreit schon, I carry the stone cry, so sieht das nämlich aus, ne? Einfach mal ein bisschen Eier zeigen, wie Olli Kahn schon sagte. Und dann mit den Big Balls einfach mal loslegen. So, Isu hat geschossen, da kann er, hätte er jetzt eigentlich sogar drauf fahren können, aber man kann auch hier drüben mal die Reste wegräumen. Jawohl, geiler Snapshot, endlich trifft so ein Ding mal. Weißt du, das ist ja immer das, was mich immer aufregt. Oder wenn diese Snapshots immer nicht treffen halt. So, er lädt nochmal nach, sehr schön. Hat die beiden weggeräumt. Also im Endeffekt war es dann doch wirklich gut, dass er nicht auf die Isu draufgefahren ist. Die hätte er zwar auch wegmachen können halt, aber es wäre vielleicht knapp geworden. Aber so hat er jetzt den Vorteil, er hat die beiden weg, die relativ beide relativ schnell waren. Ach du Scheiße, na jetzt aber holla die Wald für Beine in die Hand. Oh je, oh je. Das war irgendwie... 15 beim ersten Mal zu schnell. Da muss man echt ein bisschen lockerer werden und mal ein bisschen abwarten. Mm. So, nö. Da würde ich jetzt auch wegfahren. Lass den da unten rumeiern. Das ist aber wirklich Kollege Schnellschuss da unten, ne? Feuererlaubnis erteilt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Dumm. Der ging voll durch ihre Panzerung. Dumm. Wirkungstreffer. Dumm. Na super. Das ist aber auch wieder, weißt du, und dann, ne, Lorol.
So, jetzt würde ich mich da aber... Ach, der ist alleine. Ach, du ahnst es ja nicht. Und da kommt noch so ein volles Ding an. Na, jetzt aber mal holla die Wild Phoenix wie weg da, ey. Und der trifft noch. Alter, das kann's ja wohl nicht sein. Jetzt, so, jetzt ist er wirklich One-Shot für alles, was hier rumfährt. Das ist natürlich echt ärgerlich, dass der jetzt wirklich noch getroffen hat. Aber jetzt wird's mal interessant. Also ich bin mal gespannt, wie er das jetzt lösen will. Ne, wieder aufgegangen. So, 11 gegen 11 zu 14, alleine gegen 4. Los, das, wie gesagt, das ist der Moment, wo Helden geboren werden. Ja, eine Red Lab Wall, das ist noch drin, ne? Also von daher, wir wollen jetzt ja mal nicht, ne? Halbe Sachen gibt's hier nicht. Oh, genau. Er fährt erstmal weg von denen. Finde ich gut, ne? Was soll er sich da mit denen jetzt rumschlagen und irgendwie da im 1 gegen 1 fahren? Da würde ich erstmal nach hinten fahren, sagen, komm, das Gefecht ist sowieso gelaufen, ich schnapp mir erstmal die Attis. Wenn die weg sind, vielleicht verteilt sich da irgendwas mit dem AMX und dem Panther, vielleicht kann ich da irgendwo alleine einen weghämmern. So, da haben wir die Arti. Schade, verschossen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre... Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Gott, der eingeschossen, ne? Ich glaube, da sind meine Mond rausgefallen. So, 5 Murmeln hat er... Ne, 6 Murmeln hat er noch. Also hier hinten als Arti, das halt gut nachher jetzt im Late Game ist es okay, aber am Anfang halte ich das immer für total gefährlich, ey. Wenn du da Pech hast... Das wird auch eng. Ach, jetzt hat er nochmal nachgeladen. Das hätte er sich vielleicht schenken sollen. Ne? Da wäre ich, glaube ich, mit den 6 Mumpeln nochmal drauf gefahren und hätte die da echt nochmal... Oh, aber es ging. Wir haben sie nicht mehr angekratzt. Ärgerlich. Jawohl. Jawohl, den kriegt er. Der steht scheiße. Jawohl. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Das ist natürlich geil, ey. So, da haben wir jetzt den Jagdpanther noch und den GW-Panther. So, den Krieger hat er schon mal mit 2296 Schaden, also sehr überschaubar. Nein, 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 nein. Aber ich glaube, er ist gar nicht offen. Nee, die sehen ihn nicht. Sehr schön. Ah, den hätte ich mir vielleicht gespart. Genau, da ist er nämlich aufgegangen durch einen Schuss. Den hätte ich mir wirklich gespart und hätte einen Safe-Shot gemacht. Aber nun gut. Da könnte er jetzt fast nochmal nachladen. Ist weit genug weg. Magazin nochmal voll machen. Genau richtig. Also er spielt es aber gut. Also auf jeden Fall die Ruhe selbst. Ne? Also immer wieder im Wegfahren und nicht YOLO drauf, sondern wirklich ein bisschen mit Köpfchen halt, ne? Und bringt immer wieder Distanz rein und versucht dann halt auch über das Spot-System zu machen, über das Sichtsystem. Ne, der peilt, glaube ich, nicht. Nein, der peilt nicht, der peilt nicht, der peilt nicht, der peilt nicht, der peilt nicht. Alter! Ja genau, fall da mal runter. So, der hat sich jetzt die Kette gezogen. Genau. Und das war's. Jawohl, so muss das sein. Sehr schön. So, jetzt ist nur die Arti da. Ich würde mal sagen, jetzt sieht das doch gar nicht mehr so schlecht aus. So, hat er sich nochmal zugehen lassen. Arti safe, genau richtig. Und kann jetzt mal gucken, wo die Arti ist. Also von daher, also er spielt das wirklich ziemlich gut, gefällt mir. Ziemlich geile Carry-Runde bisher. Mal sehen, wie es ausgeht. Manchmal fängt man sich ja im letzten Schuss von der Arti noch eine. Das haben wir gestern erst gehabt, das war auch ziemlich geil. Da hat die Arti den weggehämmert. So, dann, ja. Ja, normalerweise müsste er hier eigentlich, wenn er hier einen guten Winkel irgendwo kriegt, dann kann er sie eigentlich weghauen. So, jetzt ist er zu. Im Prinzip muss er hier nur einen Schuss locken, das ist eigentlich alles. Ja, er weiß jetzt eh nicht, wo er lang fährt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gut, das war's. Damit hat die Arti verschossen. Wirkungstreffer. Ja, eine sehr, sehr schöne Runde. So, ich zieh mal eben die Auswertung rein. So, da sieht man's also.
eine wahnsinnstolle Runde. Hat sehr viel Spaß gemacht zuzugucken, sehr viel Spaß gemacht zu kommentieren. Also das Ding gemeistert, dann wieder ein bisschen kleines Geraffel. So die Kolobanov-Medaille. Sehr schön, ne? Gegen Enemy Tanks aus Self-Propelled Guns Wins, bla bla bla. So, dann halt die Radley Waters-Medaille, ne? Für 8 oder 9 Kills. Also 8 Kills hat er ja. Den Großkaliber und die Top Gun. So, dann gucken wir mal. 3212 Schaden, 8 Kills, 1579 XP. 7 Medaillen. Oh, hier war aber echt Medaillentacht, oh meine Herren, ne? Also, so. 36 Schuss abgegeben, davon 26 getroffen, 25 Durchschläge. Wie gesagt, die 3212 macht 50.000 Credits oder 51.367 Credits mit Premium, wovon netto 34.828 übergeblieben sind. So, ja. Erfahrungspunkte macht mal 2.368 mal 2, 4.738. Halleluja. Ja, geile Runde gewesen, haben unwahrscheinlich Spaß gemacht zu kommentieren, alle beide. Und ja, ich hoffe, euch haben beide Runden gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ja, bis dahin dann. Ciao.